Was geht? Willkommen auf meinem Channel, endlich wieder aktiv hier auf dem Kanal. Ja, was wollte ich sagen? Und zwar... Was ist denn los? Ich bin der Russe. Nein, Quatsch beiseite. Wir haben umgebaut, wie ihr sehen könnt. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Wir haben hier einfach wirklich umgebaut. Das ist doch nicht zu fassen. Wir haben hier umgebaut. Yassapalot! 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 Die Leute, könnt ihr es nicht fassen? Okay. Könnt ihr es nicht fassen? Ich kann es nicht fassen, wollte ich damit sagen. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir alles komplett umgebaut. Ja, das bedeutet, du kommst jetzt quasi hier rein, aber hier ist nicht mehr die Anmeldestation und der Wartebereich, sondern der ist drüben. Das zeige ich euch später. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das hier alles nur noch der Arbeitsbereich. Ja, das heißt vier Plätze, zack, zack, dort, zack und dort, zack. Ich komme mir vor wie ein QVC-Verkäufer. Auf jeden Fall sind hier die Plätze, zack, da werdet ihr tätowiert. Hier bringt ihr eure Jacke ran, zack, ranhängen, dann hängt sie da. Ja, dann hängt sie da. Und ja, dann geht ihr auf eure Plätze und werdet quasi tätowiert. So, hinter dem Ganzen hier, hier läuft dann immer so ein Werbespot ab. Beziehungsweise unsere Bilder. Hier könnt ihr wieder Getränke nehmen. Zacken. Ja, Palmchen. Ey, wir haben Palme. Ey, hallo. Wir sind in der Karibik. So, jedenfalls hier hinter gibt es dann quasi immer so den Gasttätowiererplatz, beziehungsweise der fünfte Tätowierer. Ich lerne es immer so gut wie das fünfte Rad am Wagen. Ja. Hier bleibt alles beim Alten. Und was ich euch aber noch zeigen will, ist, hier kommt die Fotowand. Ja, das müsst ihr berücksichtigen. Wie gesagt, wir sind noch leider im Chaos, denn das eine oder andere ist noch zu machen. Aber was ich euch noch mitteilen wollte, ist, und zwar dieses wunderschöne Stück hier. Und zwar ist das der alte Pausenraum, beziehungsweise die Küche, und die existiert nicht mehr. Warum? Denn wir werden jetzt Piercings anbieten. Ja, du hast richtig gehört, Piercings am Anerkommen. Wir werden hier ab sofort piercen und beziehungsweise kann es auch passieren, dass hier auch ein Gasttätowierer tätowiert. Weil wir nehmen das Gasttätowierer-Spot-Dingster-Bumster jetzt hier mit in Angriff und dann kommen hier ab und zu mal ein paar und dann zack, boom, aus dem anderen Land wirst du tätowiert. Und das passiert hier und hier, ja, Schwerlastregale, beziehungsweise hier kommt noch ein Vorhang vor und Vorhang auf für Hardcore-Horror-Rap. Kennt das einer? Nein, Spaß. Kennst du es? Dann schreib es in die Kommentare. Auf jeden Fall wird es hier auch noch zugemacht und dann sieht es alles... Ah, Spock! Alter, hast du Bock, Alter? Ja, auf jeden Fall wird das hier der Gasttätowiererbereich und der Piercing-Bereich. Und ja, das passiert aber alles noch. Die Informationen folgen natürlich. Denn dann müssen wir erstmal jemanden finden, beziehungsweise erstmal aufbauen. Alter, dachte ich gerade, da ist jemand, obwohl ich allein im Laden bin. Aber das ist ja... Das ist ja Sascha. Auf jeden Fall. Ja, zeige ich euch jetzt noch ganz schnell den anderen Bereich. Ja, ihr habt richtig gehört. Denn in diesem Laden hier wird nur noch tätowiert mit Piercing, habe ich euch ja gesagt. Und dann gibt es noch einen Laden, wo die Anmeldung ist, der Pausenraum und wo die Stance ist, bla 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 und immer so weiter, wo das Büro ist, wo alles vorbereitet wird. Wo ist der? Nebenan. Ich zeig's euch. Und zwar per Telepathie. Pass auf. Hier bin ich. In dem neuen Reich von Tintenfüller. Nein, Quatsch. Das ist nur eine Erweiterung. Und zwar, passt auf, folgendes, ihr könnt ja erstmal muss ich vorab, muss ich erstmal eins loswerden. Wir haben hier noch ein bisschen Stress. Da hinten zum Beispiel liegen noch Baumaterialien, wie ihr sehen könnt. Ja, hier liegt noch ein bisschen was drum. Hier muss auch noch das eine oder andere was gemacht werden. Küchenzeile ist auch noch nicht ganz fertig. Und hier und da steht halt auch was rum. Weil, ganz klar, das kam schnurstracks plötzlich, haben wir dann doch den Laden bekommen. Weil, wie ihr wahrscheinlich wisst, nee, wisst ihr gar nicht. Ich glaube, das Video habe ich nie hochgeladen. Ich habe eigentlich tatsächlich mal ein Video gemacht. Ja, was soll ich sagen? Wo ich die Informationen geben wollte. So nach dem Motto von wegen, ja, wir kriegen bald eventuell eine zweite Ladenhälfte, die gleich nebenan ist. Aber... habe ich nie hochgeladen. Warum? Ich habe zu viel zu tun. Jedenfalls, wie ihr sehen könnt, ist das hier unser neuer Arbeitsbereich, wo wir das Stencil vorbereiten. Für jeden Tätowierer gibt es quasi einen Platz, den ihr nutzen könnt. Hier steht noch alles voll. Das ist der Gasttätowiererbereich, beziehungsweise der fünfte, ja, Tätowierer. Fünfte Rad am Wagen. Und wir sind auf jeden Fall schon mal fleißig gewesen. Hier Toilette privat, quasi nur für uns, beziehungsweise für die Mitarbeiter. Ja, also ich zeige euch gleich draußen auch nochmal alles, wie das Ganze aussieht. Bevor die Sonne untergeht, sehe ich gerade, weil es wird jetzt immer schneller dunkel. Ja, gut, werde ich gleich machen. Auf jeden Fall könnt ihr das ja mal sehen. So, das ist der Style. Es ist alles noch nicht fertig.
Hier kommt nach oben was ran, so ein Logo, und zwar das TF-Symbol, was wir alle im Nacken haben. Boah, das ist ja krass mit der schwarzen Wand. Da zieht euch das mal rein. Yo! Heftig, Alter. Ja, hier, ach, da sind wir schon mal, dann können wir schon mal ein bisschen Werbung machen. Und zwar könnt ihr das ein oder andere Shirt und den Pullover, ach guck mal, Be Different, könnt ihr hier im Shop käuflich erwerben. Hier ist ab sofort für euch Sense. Dort geht ihr nicht mehr durch, also die Kunden jedenfalls. Es sei denn, es ist Pause, dann darf man durch. Wir haben das extra jetzt so gemacht, weil viele immer bei uns hier im Bereich sind und einfach so zu gucken, quasi, was wir machen. Beziehungsweise, das ist ja nicht das Schlimme, dass sie zugucken, was wir machen, sondern die sind immer in den privaten, also die sind halt einfach im privaten Bereich. Wenn da jetzt was fehlt, deswegen hat auch jeder Platz eine Schublade zum Abschließen, damit einfach nichts mehr wegkommt. Ne? Man weiß ja nie, es kann ja mal was passieren, ich will keinen beschuldigen oder so, aber es gibt halt böse Schafe da draußen und da müssen wir aufpassen. Hier, wie ihr sehen könnt, ist der gute alte Toni. Ey, Toni, was geht? Sag mal was. Du bist ein Haufen Scheiße, abgefuckter Kackvogel. Ja, jedenfalls ist das der neue Laden. Das hier ist der Wartebereich. Wir haben den klein gehalten. Warum? Weil hier wartest du ja im Endeffekt nur morgens, mittags, also dann, wenn dein Termin ist, kurz rein, kommst du zur Anmeldung hier. Hier diese schöne Corona-Liste ist ja momentan aktuell, wo man sich eintragen muss und dann wirst du quasi tätowiert. Ja, wartest du hier, bis dein Stencil halt fertig ist, dein Tattoo sozusagen, und dann geht ihr rüber. Ich zeige jetzt mal das Ganze von drüben. Und da guckt gerade die Lady mir zu, weil ich ja mit der Kamera filme und die findet es ganz spannend. Hi! Ja, jedenfalls zeige ich es nochmal von draußen, wie das Ganze aussieht. Das war die Ansicht von draußen und guckt mal hier, wir haben sogar Pflanzen. Warum? Sie geben uns Energie. Ich spüre diese Energie, wenn ich neben ihr stehe. Mir geht's einfach förmlich besser. Aber das hier ist auch noch nicht alles fertig. Hier in diesem Laden, wir müssen noch das ein oder andere machen. Hier ist noch ein bisschen Chaos, deswegen nimmt es nicht so übel. Ja, ich wollte euch das nur zeigen und berichten, weil bis das hier alles fertig ist, und auch dieses dämliche Corona-Schutz-Dings der Bums da weg ist, werden es wahrscheinlich noch Jahre vergehen. Deswegen dachte ich mir, mache ich mal so einen kleinen Zwischenstopp und zeige euch das Ganze mal, wie es hier drüben aussieht. Denn ihr habt es ja gerade schon auf der anderen Seite, wo der alte Laden ist, habt ihr es ja schon gesehen. Dort ist jetzt nur noch Arbeitsbereich und hier ist halt Wartebereich und Stencil-Vorbereitung und sozusagen der Pausenbereich. So, das war's. Ja, mehr passt hier eh nicht rein. Wir finden es geil. Weil endlich konnten wir uns erweitern und ja, das war's mit diesem Video. An dieser Stelle würde ich sagen, Däumchen, Fischfläumchen, was gibt's noch? Abonnieren und aktiviert die Glocke. Bis dann, Antenne. Tschüss.